Guten Abend miteinander. Um die Jahreszeit, wo es draussen meistens grau und kalt ist, da sehnt man sich nach Sonne und Wärme. Und etwas von dieser Kraft von der Sonne vermittelt uns die prickelnden und saftigen Zitrusfrüchte, die jetzt bei Coop zurzeit als reichhaltiges Angebot erhältlich sind. Zitrusfrüchte wachsen rund ums Mittelmeer. In Italien zum Beispiel die feinschaligen Tarocco-Orangen, eine rote Spitzenqualität. Und in Spanien unter anderem die kernlosen Clementinen mit ihrem feinen, süßen Aroma. Eines der wichtigsten Anbauländer für Zitrusfrüchte ist Israel. Und wenn Sie jetzt ganz genau aufpassen, können Sie mit ein bisschen Glück selber so eine Plantage besuchen. Die oval längliche Schamutti Blondorange, die sich leicht schälen lässt, kennen Sie wahrscheinlich schon. Aus den spritzigen weissen und den süsseren roten Grapefruits kann man fantastische Cocktails machen. Und die kräftige, aromatische Miniola, eine Kreuzung zwischen einer Grapefruit und einer Tangerine, ist eine herrliche Dessertfrucht, die man an der typischen Glockenform gut erkennt. Und jetzt zu unserer Wettbewerbsfrage. Wie heisst die zarte, saftige Frucht, die aus einer Kreuzung zwischen einer Grapefruit und einer Tangerine entstanden ist? Sie können von jetzt an bis um 9:30 auf diese Nummer anrufen und Ihre Antwort durchgeben. Wie gesagt, kann man dreimal eine Reise für zwei Personen nach Israel gewinnen und eine von den grossen Zitruspflanzungen besuchen. Natürlich gibt es auch noch saftige Trostpreise zu gewinnen. Ich wünsche Ihnen viel Glück und viel Vergnügen jetzt beim Coop-Rezept dieser Woche. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie ohne viel Vorbereitungen mit dem aktuellen Gemüseangebot eine leichte Vorspeise machen können. Blumenkohl, Brokkoli oder eben Riebli im Anken kurz andämpfen, mit Bouillon ablöschen und dann 15 Minuten köcheln. Das Gemüse abkühlen und pürieren. Das habe ich hier schon gemacht. Jetzt verquirlte Eier und eine Mischung aus Rahm und Maizena dazu gießen. Die Masse in Förmli füllen und im Wasserbad im vorgeheizten Ofen ziehen. Nach ungefähr einer halben Stunde die Förmli rausnehmen, abkühlen und auf den Teller stürzen. Die Gemüsestäbel sollten Sie noch lauwarm servieren, und zwar am besten mit einer feinen Kräutersauce. Beide Rezepte, die Gemüsestäbel und die Soße, finden Sie in der Coop-Zeitung. Ich wünsche viel Erfolg. Das wäre es für heute. Viel Glück beim Wettbewerb. Man kann übrigens immer noch anrufen und weiterhin einen schönen Abend. Vergessen Sie aber die Aktionen nicht, die wir jetzt noch zeigen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 7 Vollwäschmittel in den 5- und 5,5-Kilo-Packungen 3,50 Franken günstiger. Zum Beispiel 5 Kilo Ariel statt 18,90 nur 15,40. 2 Flaschen Coop Sonnenblumenöl statt 8,40 nur 6,90. 3 Dosen San Marzano italienische Tomaten statt 2,40 nur 1,60. 100 Gramm Hinterschinken für nur 1,80. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Brüsseler Chicorée 500 Gramm für nur 1,30. Auf Wiedersehen!